So, dann wollen wir mal schauen, ob das besser funktioniert, wenn ich das jetzt rausnehme. Ich nehme es raus. Ich lese Ihnen vor aus dem Roman Die ideale Welt. Das ist mein Roman. Der Roman ist in drei Teile gegliedert. Der erste Teil heißt Gold. Das erste Kapitel spielt an der Straßenecke am Supermarkt. Der Roman, der diesen interessanten Titel hat, Die ideale Welt, spielt in den 80er Jahren. Also er ist eigentlich etwas aus der Vergangenheit. Zu den mitspielenden Figuren gehört Konrad, ein Junge, der gerade Abitur gemacht hat und auf sein Abitur gar nicht so stolz ist, wie andere glauben. Neben Konrad spielt ein gewisser Wolf Bilinski eine Rolle, der in diesem Roman auch eine ganz eigene Geschichte durchlebt. Außerdem einige Kleinkriminelle, unter anderem drei Deutsche,